Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platoon ist mitten in Paris und unterstützt die Resistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust, alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das Ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf Sie. Okay, Männer. Legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. Wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite, Kasserine. Wenige sind zu mutig. Es ist bald vorbei, mes amis. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Wenn sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es nochmal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty World War II. Wir sind jetzt hier in Paris und können uns nochmal unsere Hintergrundgeschichte anhören. Okay. Angaben zur Person. Wir sind Gerda Schneider, geboren am 24. Januar 1911. Wohnsitz Hamburg, Deutschland. Geburtsort Pitz, Palü. Religionszugehörigkeit gibt es nicht. Kommandant Franz Spiegel. Familienstand ledig. Augenblau, Haarbraun. Körpergröße 1,70, 65 Kilogramm schwer. Denn Krankenschwester Chirurgie. Okay. Auch nicht schlecht. Und Zweck: Reisepapiere für Polizeiführer Heinrich. Okay, scheint so, als ob das hier sehr, sehr relevant sei. Für da drin. Steuerung? Okay. Wie schließe ich das jetzt? Okay, mit Escape funktioniert das nicht. Okay. Das ist unsere einzige Chance. Den Insider anzuwerben hatte einen hohen Preis. Finden Sie ihn und tauschen Sie die Aktentaschen aus. Hoffentlich bringt er uns die Sprengsätze zum Sprengen des Tors. Warum so besorgt, Major? Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Okay. Kein schönes Wetter hier in Paris. Wer hat Sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert, sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Auf jeden Fall. Befreiung, 25. August 1944. Paris, Frankreich. Oh Mann. Kann man einmal die Schrift wegnehmen? So, obwohl. Müsste man ein Bild von machen. Vielleicht fürs Thumbnail. Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Aktentasche. Jo, klar doch. Machen wir. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Oh. Ja, das ist klar. Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich.
Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Fräulein Schneider. Alles klar. Dankeschön. Okay. Das scheint der Innenhof zu sein. Crowley. Nicht vergessen, Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Verlaine. Viel Glück. Alles klar. Dankeschön. Oh, jetzt sind wir mittendrin hier im Nazi-Regime. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal hier ein bisschen rumgucken. Aber wie ich ja jetzt schon in den letzten Folgen gesagt habe, ich bin ja gerne einer, der so Erinnerungen sammelt. Gucken wir erstmal. Okay, das ist schon mal ein Offizier. Graue Uniform. Aber wir gucken erstmal weiter. Weil vielleicht finden wir ja vorher noch irgendwas, bevor wir es wieder vergessen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Okay. Oh, da ist irgendwas. Oh, da können wir... Da ist auch wieder Offizier. Okay. Mit sofortiger Wirkung sind folgende Bereiche der Polizeipräfektur für Zivilisten gesperrt. Erstens sämtliche Kellerräume, Nordflügel und Westflügel, Major Werner. Oh, meine Steuerung hier. Weißt du, ich muss nicht Steuerung drücken, ich muss hier das Enter drücken auf dem Numpad. Sprechen wir den jetzt einfach an? Oberst? Ich weiß nicht. Na, erstmal gucken wir weiter. Vielleicht kommen wir irgendwo noch weiter voran. Hast du sie schon mal gesehen? Ah, geht's um mich? Ah, ich bin neu hier. Ich bin die Neue. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Oh, wir haben Oh, krass, da kann man was klauen. Komm, klau. Komm. Schlüssel. Ha! Geil. Okay, gibt es uns hier irgendwas? Jetzt haben wir einen Schlüssel. Toiletten. Oh, vielleicht findet man hier. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Aha, da wird getuschelt. Aber ich muss ja sagen, so schlecht sieht das hier gar nicht jetzt aus, ne? Also, schöne Bäder sind das... Oh, Verbandskasten. Okay, warte mal. Haha! Guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Deutsches Reich, groß und frei. Aha. Guck mal, hat sich doch gelohnt, hier schon mal auf die Toilette zu gehen. Gucken wir mal weiter. Also sind wir hier. Okay, hallo. Wieder die Treppe hoch, aber so wie der da steht, wahrscheinlich nicht. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Wir können die Hintertreppe. Okay. Hintertreppe. Müssen wir erstmal eine Hintertreppe finden. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel bekommen. Außerdem, hier, der Teppich ist unordentlich, meine Damen und Herren. Nur wo können wir jetzt lang? Können wir jetzt da lang, wo er herkam? Oh. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, warte mal, lass uns mal kurz zurück zu dem... Ah, da ist es doch. Ey, was soll das denn da? Hallo? Ey, nix da. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Nee. Oh, komm her. Mais qu'est-ce que... Restez caché. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! War das jetzt sowas wie eine Heldentat? Ich denke mal, ne? Was haben wir denn hier? Hier haben wir gar nichts. Okay. Oh krass, wo bin ich jetzt hier gelandet, ey? Not bad. Okay, hier ist ein Aufzug. Upsala, sorry.
Immer noch was. Och du Scheiße. Vor kurzem erlangte Informationen von der Front deuten darauf hin, dass die Streitkräfte der Alliierten Paris im Norden umgehen. Wir sollten uns also nicht gezwungen sehen, die Stadt gegen einen Angriff von außen verteidigen. Wieso gewinnst du immer, Johann? Von außen verteidigen zu müssen. Ich ordne daher an, dass wir uns auf die Lage im Inneren konzentrieren, indem wir den Druck auf bekannte Widerstandszellen erhöhen und verdächtige Kollaborateure inhaftieren. Wir müssen jeglichen Widerstand im Keim ersticken und die Kontrolle über die Stadt zu halten. SS und Polizeiführer Heinrich. Okay. Das ist auch einer mit deiner grauen Offizieruniform, aber wenn... Keller kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil... Ja, es ist ja eigentlich nicht erlaubt. Ah, mal gucken. Oh, hallo. Scheiße, wir brauchen einen Schlüssel. Kriege ich dazu jetzt einen Schlüssel oder habe ich dafür einen Schlüssel? Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance. Vive la résistance. Ja, kannst du auch aufmachen jetzt, ne? Bruder? Schwester? Alter, wo sind wir hier, ey? Kann man hier noch rein? Wo man nicht alles hin kann. Wir gehen jetzt einfach mal die Treppe da hoch, hier. Mal gespannt, wo wir denn landen. Oh. Da ist auch wieder eine verschlossene Tür. Morgen. Okay, scheint so, dass wir jetzt wieder den ganzen Weg zurück gehen. Okay, an SS-Untersturmführer Herzog. Antwort: fehlendes Inventar. Oho. Ich habe meine Überprüfung von Waffenkammer 5 abgeschlossen und kann bestätigen, dass 16 Stangen Dynamit, 2 Zeitschalter und zahlreiche Zünder im Bestand fehlen. Ich überprüfe nun die Zugangsprotokolle und werde Ihnen eine Liste mit Namen in Frage kommender Personen übermitteln. Hochachtungsvoll Unteroffizier Friedrich Bloch. Aha. Deutet es darauf hin, dass hier... Hast du sie schon mal gesehen? Nee, ich bin neu hier. Das ist wahrscheinlich der Unteroffizier oder Offizier Fischer. Wie heißt er? Fischer, ne? War das doch so. Oh, finden Sie Ihre Kontakte? Achso, oh lol. Oh. Kann man da hoch? Ah, dann hatten wir doch alles richtig gemacht, dass wir den da nicht besprochen haben. Nicht, dass sie da uns irgendwie verdächtigt hätten. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Okay. Müssen wir hier jetzt auf... Okay, den können wir ansprechen. Komm, dann sprechen wir den jetzt einfach mal an. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Fangen wir einfach mal mit dem... Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich sie ihrem Vorgesetzten melden kann. Okay. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Wegen den Reisepapieren. Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Okay. Das ist denn anscheinend... Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Das ist denn anscheinend nicht unsere Kontaktperson. Schade, schade. Da ist auch ein Offizier. Gucken jetzt erstmal weiter, ob es hier mehrere Offiziere gibt, sonst habe ich hier ein Problem. Ne, scheint nicht ein Offizier zu sein. Okay. Aber bevor es weitergeht, müssen wir einmal kurz unterbrechen. Bis gleich.
Da hinten erst wieder, okay. So. Sprechen wir den jetzt einfach mal an. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Fischer! Oh! Es ist ja dann anscheinend. Dann machen wir Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Ja, jetzt haben wir unseren Offizier doch gefunden. Oder Oberst. Na, guck mal, die Uhrzeit. Schön, schön. Wir fangen mit dem jetzt einfach mal unauffällig. So. Wir müssen uns beeilen. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, Sie sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Okay, alles klar. Das heißt, da hinten jetzt erstmal hin. Okay, wir gucken uns nochmal die Dokumente an. Zweckreisepapiere, Polizeiführer Heinrich. Kommandant Franz Spiegel. Okay. Oh, guck mal, wir können 4 Sprachen. Sehe ich ja jetzt erst. Einheitsnummer 3. Division, Blutgruppe 0, positiv. Interessant, interessant. Gut. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir sind. Genau. Steht er da jetzt immer noch? Naja, geht so. Und so wie das ausschaut, müssen wir nach oben. Wir gehen jetzt einfach mal... Straight nach oben. Ist hier noch irgendwas? Sonst hier noch irgendwas? Ich bin ja immer sehr neugierig, ja? Also, ich muss ja hier alles immer durchforsten. Aber anscheinend gehen wir jetzt... Hallo. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja. Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Okay, alles klar. Dankeschön. Gehen wir doch mal in sein Büro. Okay, warum zur Hölle sollen wir das Fenster öffnen? Oh, sieht aber... Oh, das sieht aber sehr, sehr schön aus, muss ich ja sagen. Okay, ja. Schniekes Büro, sehr, sehr altmodisch. Jetzt haben wir hier noch ein Dokument. An SS-Scharführer Albrecht. Ich habe eine Untersuchung des Verschwindens verschiedener Sprengmittel aus Waffenkammer 5 durchgeführt und den Kreis der Verdächtigen auf 2 Namen eingegrenzt. Oberst Karl Fischer, das ist denn unser Kontaktmann, und Gefreiter Walter Gerber. Kümmern Sie sich zuerst um Gerber, er ist neu hier und sollte leicht zu befragen sein. Bei Fischer müssen wir mehr Vorsicht walten lassen, da wir im Falle einer falschen Verdächtigung mit Repressalien rechnen müssen. Vielen Dank für Ihre Diskretion, SS-Untersturmführer Herzog. Na, gucke mal. Vielleicht kommt er ja davon klimpflich davon, der Fischer. Öffnen wir einfach mal das Fenster. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? So viel Schönheit ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine Augen. Oh, wie nett. Wenn Sie soweit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir. Schon noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Ja, gerne doch. Also, Herr Gruber.
hat sie geschickt, zwei um Spiegel. Meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschmeichelt. Der testet mich, der... Das war Kommandant Spiegel. Sehr gut. Wirklich gut. Man kann einfach nicht vorsichtig genug sein. Ah, ein kleiner Test, ne? Sie sehen so ernst aus. Trinken wir. Auf meine Rückkehr ins Vaterland. Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott, wie werde ich diese Küche vermissen? Wie der Ortolan. Dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft, frisst er unentwegt. Dann ertränkt man ihn in Armagnac. Göttlich. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Oder den Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Zu sehen, wie ihr Sohn zappelte, als er unter meinem Stiefel ertrank, war die größte Freude überhaupt. Alter! Oh, oh. Schlecht. Oh, oh. Ach du Scheiße. Schleichen wir uns mit sie voran? Oh, da stehen sie tatsächlich und warten. Eieiei. Okay. So, immer schon die Augen offen behalten. Eieiei. Das war mal gerade, ja, hardcore, würde ich mal sagen. Die müssen weg, das ist schon mal gut. Sonst können wir hier rein. Aber Billard haben sie schon gespielt, ja? Das ist doch schon mal schön. Na, guck mal. Ja, von höchster Priorität. Auch wenn Erholung und Entspannung unserer exzellenten Soldaten zu befürworten ist, wird darauf hingewiesen, dass das Spielen von Billard nicht gestattet ist. Für die, die das mit Doppel-S und einem S nicht unterscheiden können, ne? Hier ist ein gutes Beispiel. Hier wird das zwar mit SZ geschrieben, aber naja. Während die Militärführung tagt. Oberst Sauer hat mehrere Beschwerden. Oberst Sauer und mehrere Beschwerden. Der war anscheinend ganz schön sauer. Okay, Oberst Sauer hat mehrere Beschwerden über zu laute Geräusche während Sitzungen geäußert. Und Oberst Sauer ist niemand, mit dem man sich schlecht gestellt wissen möchte. Selbstgefreiter Bäcker. Ja, geiler Name. Hier können wir nichts einstellen, schade. Das wäre ja auch cool gewesen, wenn man sowas machen könnte. Aber... Okay. Ach du Scheiße. Okay, hier sehen wir jetzt... Ah, hier sehen wir Paris. Beziehungsweise Frankreich. Der wo hier gerade regiert. Wir sehen da oben Berlin. Ah, hier, guck mal, hier ist Kreis Berlin und Hamburg ist da noch nicht mal hier drauf, ne? Dieses Gespräch geht Sie nichts an. Okay. Finden Sie Ihre Familie und verhören Sie sie. Ja, interessant zu sehen, wer wo gerade regiert. Und hier sehen wir auch noch mal eine Karte, aber da sehen wir Hamburg. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt nicht schlecht, ist schon echt krass, ne? Also, naja.
Okay, hier dürfen wir anscheinend nicht lang. Ist das Oberst Fischer? Ja, das ist Oberst Fischer. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. Oh oh. Gehen Sie. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Warte mal, das möchte ich jetzt noch gerne. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Oh, dann verschwinde ich dann mal ganz schnell lieber, ne? Ja, ich bin neu hier. Okay, hallo. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Gehen wir nach oben? Nee, wir müssen. Scheint so, dass wir nach unten müssen, ne? Ja, hier ist eine Sackgasse, glaube ich. Na, okay, dann gehen wir mal nach unten. Na, ihr Süßen. Okay, was steht denn hier so Schönes dran? Na, Informations. Aber krass, dass sie das noch alles auf Französisch haben, obwohl die Deutschen das ja hier eingenommen haben. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Können wir hier rein? Ne. Geht noch weiter runter, aber wir bleiben jetzt erstmal hier. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Oh, jo, klar, klar, klar. Ist das Glut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Okay. Ich komme zu spät zu einer wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Okay. Vielleicht hätte ich das andere nehmen sollen. Vielleicht wäre es ein bisschen ruhiger ausgegangen, aber okay. Ich komme. Sie enttäuschen mich nie. Wir sind aufgeflogen. Hier sind jetzt alle alarmiert. Oh, shit. Wir haben unseren Kontaktmann. Hat der Austausch geklappt? Ja, ich habe die Sprengsätze. Dann haben wir eine Mission. Wir treffen uns im Hof, sobald die Sprengsätze platziert sind. Okay, Tarnung. Ja, natürlich. Ich bleib. Ich muss leise sein. Jetzt mein Schalldämpfer ran. Okay, dort müssen wir Sprengsätze platzieren. Wir gucken uns jetzt, oder machen uns mal eine Übersicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Nein. Ist hier irgendjemand? Okay. Wurde anscheinend mal alles umgeräumt. Aber hier können wir, glaube ich, auch rauf, oder? Tatsächlich. Fletsch, fletsch. Okay. Zu weit weg. Ach so. Oh, lol. Ernsthaft? Zu ungeschützt. Ja, okay. Perfekt. Perfekt, endlich mal was gefunden hier. Den holen wir uns. Zack. Boah. Aber da war schon hart. Also für den Notfall, ne? Jetzt ist noch mal etwas härter werden soll. Aber gehen wir jetzt hier runter oder gucken wir jetzt noch mal am besten da lang. Verschlossen. Scheint niemand zu sein. Okay, scheint wirklich niemand zu sein. Können wir das da aufschließen? Oh ja. Machen wir das so. Können wir uns nicht die Hand abwaschen? Ach ne, brauchen wir ja jetzt nicht mehr, ne? Okay, hier haben wir dann anscheinend schon die erste Bombe. Nur noch eine. Okay. Retten Sie Fischer optional. Wo sind Sie? Das machen wir doch. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.
auch nicht kaputt. So. Ja, komm. Danke, ich bin hier, falls es Probleme gibt. Alles klar. Danke. Wo ist er hin? Was zum Teufel? Oh oh. Zu riskant. Oh mein Gott! Das war jetzt mal... Wer ist da? Oh, Alter! Jetzt ist auch gut, Jungs, hier, ey. Alter Schwede, ey. Okay, wir haben es alles überstanden. Okay, warte mal. Wie gehen wir jetzt am besten voran? Kann man wieder nach oben? Und da rumgehen? Wir müssen hier vorsichtig sein. Hier waren wir. Doch, hier waren wir schon. Den haben wir nicht getötet. Machen wir das doch mal jetzt. Okay, da hinten befindet sich einer. So. Okay. Ah, ne, auf Klettern habe ich jetzt keinen Bock. Jetzt gehen wir mal kurz so rum. Ich muss... Ah, ne, verdammt, ich muss klettern. Scheiße. Ich muss sagen, die Mission, die geht schon etwas länger. Gut, das liegt auch daran, dass ich jetzt hier ein bisschen... Suche, alles ganz gemächlich rangehe. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Zu riskant. Ist das noch riskant? Okay, er geht weiter. Das ist schon mal gut. Da hinten an diesem Tor müssen wir das noch platzieren. Okay. So, wollen wir mal weitermachen. Okay, hier kommt... Ah, da kommt mal, da ist einer. Warum dreht er sich auch noch? Selber schuld, ey. Oh, das, ja. Kurzer Prozess. Okay. Anscheinend müssen wir hier runter. Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheitskontrollbüro. Wo? Wo? Zu ungeschützt. Okay, sind gleich drei, ey. Das ist ja jetzt ein bisschen heavy, ne? Würde ich mal so behaupten. Komm ich da wieder hoch? Ja, komm ich. Alter Schwede, ey. Das war jetzt super riskant. Was ist denn hier los? Zu ungeschützt. LOL! Oh fuck. Wo ist das Ziel? Oh, ja. Platzieren Sie jetzt die letzte Ladung am Südtor. Jo, mach ich. Oh, oh shit, ja. Okay, das war... Oh, ich dachte, er wäre schon tot, ey. Mein Fehler. Oh Gott. Wenigstens an... Oh, zu weit weg. Muss den da töten.
zu ungeschützt. Scheiße. Da kamen dann noch welche. Erstmal, okay, wir können weiter. Erstmal weiter. Ist schon mal gut. Zu riskant. Liegen die da alle auf einen Haufen. Oh, 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 oh. Okay, der leuchtet uns nicht an, das ist gut. Oh, wir hätten natürlich auch vorher erstmal gucken können, ne? Oh, scheiße. Aber die sehen jetzt die Leichen nicht. Oder wir können ihn auch töten. Hier ist auch, glaube ich, schon das Tor. Und rein, und rein, und rein. Oh! Zugeschlossen oder kann man nicht durch, kann man nicht durch. Fuck. Prozess hier machen. Wäre hier sogar eine durchgegangen? Oder hat er sich nur umgedreht? Naja, egal, wir platzieren jetzt erstmal den Sprengstoff. Boah, alter Schwede, ey. Also manchmal. Okay. Sie sind spät dran. Wir sollten gehen. Nicht schießen, bis die Tore offen sind. Bereithalten. Alles klar. Das ist unser Signal. Zeigt es ihnen! Alles klar. Jetzt geht anscheinend wieder die Action ab, weißt du? Vorhin noch alles ruhig und jetzt Action pur auf einmal. Viva la Résistance! Uns mal Paris zurück, wa? Wir müssen die Garnison erreichen. Und die Waffe gefällt mir doch gleich viel, viel besser. Feuer, Feuer! Man hat deren Glück, ey, dass ich nicht treffe. Munition, Daniels. Ja, reich mal rüber, Turner. Ja. Ich brauche Munition, du Teil. Hier, Daniels. Jo, danke. Oh, mal wieder nachladen. In Deckung bleiben. So, kurzen Prozess da machen mit den Deutschen. Rechts gucken, ist alles frei. Wo denn? Oh, okay. Kurzer Prozess mit denen. Wow. Das wird schon wieder. Oh, ich helfe dir. Jo. Mach ich. Komm. Halte durch, Kumpel. Gatschen, wo sind sie? Immer sau. Ich denke, dass eine Heldentat hier schon mal begann. Jo, reich mal rüber. Munition nehme ich immer gerne. Ja. Oh, aua.
Oh fuck. So. Alter, mit diesem Ding kann man aber auch nicht gut schießen, muss man ganz ehrlich sagen. Rüber damit! Jo, reich mal rüber. Oh. Oh fuck. Oh, 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 oh. Ah, nehmen wir doch mal das hier, oder? Jo, hast du mal kurz Munition oder so? Alles klar. Oh, hier ist, oh, oh, hier ist aber eine Sniper. Nee, die ist mir lieber die Sniper. Vive la Résistance! Weiter geht's! Warte mal, was feiern wir? Was geht denn da hinten eigentlich ab? Wollt ihr nicht mitkommen? Warte mal kurz. Nicht, dass ich... Ich muss hier wirklich alles im Auge behalten, ne? Nicht, dass ich jetzt hier was übersehen habe, weil ich liebe Erinnerungen. Hier sieht aber nicht so danach aus. Naja. Habt ihr noch Munition oder so? Hat sich doch gelohnt, ey. Ich wusste es, ey. Jo, ich komm, Jungs. Es muss ja weitergehen hier. Alles klar. Oh, wie lange nehmen wir gerade auf? Ich sehe gerade leider OBS nicht. Ja, das ist schlecht. Sichern Sie das Gebäude, mache ich. Daniels, ich hab Munition. Jo, dann reich mal rüber. Munition gebrauchen, Sir. Hier, Daniels. Danke. Der Deutsche ist noch drin. Wir müssen ihn töten. Alles klar. Dann mal. Oh, okay. Hier. Geil. Wir brauchen da drin drauf. Das Foyer sichern und das Gebäude durchkämmen. Schöner Wurf. Ich kann nicht sehen. Alles klar. Ich sehe leider auch nicht viel. Komm mal aus dem Rauch hier. Laden wir nach. Oh, Alter. Geil. Jo, alles klar, machen wir. Erstmal, zack. Oh. Oh! Ich brauch mal kurz einen Verbandskasten. Wo sind sie denn? Als ob ich die nicht gesehen hätte, du. Der Verbandkasten ist soweit! Oh! Ah, ich dachte. Ich dachte, ich kann jemanden retten. Du Arsch! Nicht mit mir, ey. Raum sicher! Ach nee, hier waren wir doch vorhin schon, ne? Wir brauchen Verteidigungen! Die Deutschen werden bald hier sein. Von hier aus sehen wir, wenn sie kommen. Jo, Molotow, geil. Wenn sie zu nahe kommen, nimmt die Molotows. Jo, alles klar. Mach ich mit Vergnügen, mein Lieber. Hab hier einen Verbandkasten. Die gesamte Stadt kämpft mit uns. Wir haben es fast geschafft. Ja, reich mal rüber. Geht nicht, okay. Sie werfen Rauch auf die Straße. Oh, da hinten, ja. Da kommen sie. Daniels, ziel auf den Fahrer. Alle anderen warten, bis sie in Reichweite sind. Okay, oh lol. Jawoll, ja! Also das Snipern gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, MG ist wo? Jo. So, wo noch? Kontakt direkt vor uns, Molotows einsetzen.
Werfe Granate! Jo, warte mal kurz, ich muss hier gerade. Wo ist denn das? Oh lol, da. Oh, fuck off. Jo, ich bin dabei, bin dabei. Oh, keine Molotovs mehr? Ja, können wir noch. Du und deiner Scheiß-Bazooka da. Oh, was? Verfehlt? Hast du Glück gehabt, ey. Ja, ich muss schon wieder nachladen da. Wir haben beide gleichzeitig abgedrückt. Was ein Arsch, ey. Oh. Yo. Alles klar, ey. Oh, das gefällt mir gar nicht. So, wenn dieses Wort Panzerschrecks kommt, ey, dann. Na, guck mal, hier sehen die mich nicht. Oh, okay. Oh, shit. Oh, oh. Komm. Also wir holen uns noch mal einmal. Okay, haben wir nicht. Achtung, Halbkettenfahrzeug! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, lauf! Komm, Daniels! Jawoll! Nee, 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 nee. Wir haben es geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt! Jawoll! Wir haben es geschafft, Daniels! Zurück zu den anderen! Jawohl! Geschafft haben wir es! Das ist doch mal ein geiles Bild. Wir haben es geschafft. Ausgezeichnet, Jungs. Ausgezeichnet. Wir haben sie. De Gaulles Truppen drängen in die Stadt ein. Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für euch. Hey, Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid. Ich wollte dich nur aufhalten. War ja klar. Stadt des Lichts. Wow. Geil. Ich finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Paris ist wieder französisch. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, Pearson, Spielverderber. Das ist Turners Job. Geil, geil, geil. Ich werde nie vergessen, wie wir die Garnison eingenommen und Paris befreit haben. Ich könnte fast schwören, dass Pearson gelächelt hat. Der Triumph wird uns bis an den Rhein tragen. Bis an den Rhein, alles klar. Das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und auch wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Call of Duty World War II mit mir, den Dom. Tschüss, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Ciao.